Der Hauptkampf des Abends zwischen Rafael dos Anjos und Donald Cowboy Cerrone. Werfen wir einen Blick auf die Daten der beiden Kämpfer in diesem Leichtgewichtsfight. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, a referee in charge of the octagon, Mario Yamasaki. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the Honda Center. It's time! A round in the UFC lightweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a mixed martial artist with a professional record of 31 wins, 7 losses, and 1 no contest. He stands 6'1" tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Albuquerque, New Mexico, USA. Cowboy Cerrone! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a grappler, holding a professional record of 25 wins, 7 losses. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Rio de Janeiro, Brazil, Rafael dos Anjos! Instructions to you guys in the locker room. I want you guys to follow my orders at all times. Defend yourself at all times. Touch gloves. Good luck. Rafael dos Anjos. Donald Cerrone. Los geht's. Oh, da war viel Wucht hinter dem Kick, aber er war zu ungenau. Er bringt die gerade. Schöner Kick. Da ist der Körpertreffer. Ein herrlicher Jab. Ja, er kombiniert hier verschiedene Techniken. Kommt immer wieder durch. Den Punch abgeblockt. Der Punch kommt an. Und da ist der Takedown. Donald Cerrone hat nach Ansicht von Coach Greg Jackson die Hände zu tief. Eine schöne Aktion hier. Toller Sweep. Der Roundhouse-Kick schlägt ein. Ja, ja, guter Schlag. Bei dem Haken hat leider die Präzision gefehlt. Er verpasst ihm eine gerade zum Kopf. Er bringt einen Inside-Leg-Kick. Schöner Kick, aber da ist der Block. Er holt sich den Double-Leg-Takedown. Rafael dos Anjos. Er ist selbst in dieser Position noch immer gefährlich. Ja, auch wenn er auf dem Rücken liegt, darf man seine Submissions niemals unterschätzen. Dos Anjos geht zurück in die Fullguard. Er versucht es mit einer Armbar. Er bekommt seinen Arm frei und wehrt die Armbar ab. Jetzt stehen sie beide wieder auf. Der Jab kommt an. Oh, ein gewaltiger Kick zum Körper. Oh, ein starker Kick. Oh, oh, da hat er Glück, dass der Kick daneben geht. Ja, schöne Gerade. Wahnsinn, was für ein Headkick. Oh, schöner Kick zum Kopf. Und wieder ein Takedown. Ja, ja. Und auch diesmal kommt er wieder hoch.
Er trifft mit der linken. Oh, schön abgeblockt. Alles hätte was werden können, aber der Uppercut geht vorbei. Er wechselt die Auslage. Und da hat er ihn im Pipeline. Heftiger Kniestoß zum Kopf. Ja, gute Arbeit mit dem Knien. Ja, die linke Pass. Er hat ihn im Double Underhook. Der Clinch ist vorbei. Die Zuschauer stehen hinter Donald Cerrone. Ja, und noch ein erfolgreicher Takedown. Der Versuch aus der Halfguard. Er schafft es, wieder auf die Beine zu kommen. Ja, super abgewehrt. Und wir sind in der letzten Minute. Toller Kick, aber da kommt der Block. Oh, er scheint benommen zu sein. Ah, schöner Haken zum Kopf, aber daneben. Ah, voll auf den Körper. Was für ein Kick. Der Jab kommt an. Da ist die Spinning Backfist. Oh, starker Kick zum Körper. Oh, der ging voll zum Kopf. Jetzt holen sie alles aus sich raus. Oh, was für ein Uppercut. Tolle Linke, super gemacht. Schöne Kombination. Wow, perfekter Kick zum Kopf. Wow, das sind richtig gute Angriffe. Starker Overhand. Das ist das Ende der ersten Runde. Sehen wir uns mal an, was in dieser Runde alles los war. Das war eine Runde voller Höhepunkte. Ah ja, hier kommt die... Die zweite Runde beginnt. Frontkick zum Kopf. Schöner. Oh, starker Inside-Leg-Kick. Da war die schöne gerade Kopftreffer. Und noch ein klasse Kick. Naja, Wechsel der Auslage. Oh, ein heftiger Suplex. Das hat er stark gemacht. Dos Anjos sollte sich jetzt vorsehen. Diese Prellung am Oberkörper ist kein Spaß mehr. Ja, Treffer, da kam der linke Punch. Er geht in die Full Guard. Er ist in der Backbound und hat sich eingehakt. Beide stehen wieder. Und hier sehen wir die Gesamtanzahl der Treffer. Donald Cerrone lässt hier so gut wie keine Kopftreffer zu. Er hält den Kopf immer in Bewegung. Das macht er ausgezeichnet. Cerrone versucht am Arm. Er schafft es, sich zu befreien. Ja, und er schafft es. Er schafft es erneut, wieder hochzukommen. Schöner Roundhouse-Kick, aber daneben. Er weicht aus und kontert. Der Headkick hat eingeschlagen. Ja, der Inside-Leg-Kick kommt an. Jetzt geht es zur Sache. Er schafft den Takedown. Er geht doch wieder in die Full Guard. Ein schöner Sweep. Er will es mit einer Armbar versuchen. Er
Er befreit sich aus der Armbar. Großartig gemacht. Und wieder kämpft er sich auf die Beine. Guter Körpertreffer mit diesem Kick. Heftiger Kniestoß zum Kopf. Der Jab kommt gut. Hier will keiner zurückstecken. Direkt, er schlägt voll an. Super Angriffe hier. Oh, der Kick ist gut. Knallharte Linke. Klarer Wirkungstreffer, starker Kick zum Kopf. Perfekte Linke. Jetzt setzt er ihm richtig zu. Der Fight ist zu Ende. In diesem Kampf haben wir gesehen, dass ein Kämpfer nicht K.O. gehen muss, um absolut chancenlos zu sein. Er konnte sich hier nicht mehr vernünftig verteidigen und hat dann dem Ringrichter keine andere Wahl gelassen. Werfen wir jetzt einen Blick in die Wiederholung des Kampfes. Bruce Buffer verkündet jetzt das offizielle Ergebnis. Ladies and gentlemen, Referee Mario Yamasaki is going to stop to this contest at 3 minutes, 3 seconds, round number 2. Declaring the winner by TKO, Donald Cowboy Cerrone. Donald Cowboy Cerrone holt sich einen überzeugenden Sieg durch technischen K.O.